Ja, wenn wir böse werden, würden wir den Jan jetzt da oben einsperren. Tja, dann, also das würde ich sagen, ein gutes Schlusswort. Ich schaue jetzt mal, wie ich noch hier runterkomme. Wir geben dir die Blockflöte. Mein Name ist Jan Nigges und heute sind wir mal wieder im Gespräch. Und zwar in einem ganz besonderen Ort, der St. Katharinenkirche in Frankfurt. Und hier in genau dieser Kirche, die hinter mir ist, da hat Georg Philipp Telemann gewirkt. Das war seine Arbeitsstätte, als er hier in Frankfurt der städtische Musikdirektor war. Und heute sprechen wir mit Martin Lücker, dem Organisten dieser Kirche, quasi Telemanns Nachfolger. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen, wie es da ausschaut. Hallo Martin. Hi Jan, schön, dass ihr es gefunden habt. Wunderbar, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gut. Dass du uns diese geschichtsträchtige Kirche präsentierst, ja, und vor allem deine Orgel. Ja, mach ich. Wir folgen. Wunderbar. Ja, kommt mit. Was ihr wissen müsst: Als Telemann hier an dieser Kirche war, sah die Kirche vollständig anders aus. Die Kirche, an der Telemann wirkte, ist 1681 gebaut worden auf den Grundmauern einer Vorgängerkirche. Und die hat damals ganz anders ausgesehen. Ich zeige es euch mal. Also, da war der Altar. Über dem Altar war die Orgel. Und dann zogen sich von da vorne doppelstöckige Emporen. So rum. Durch die ganze Kirche. Dürfen wir mal deine Orgel angucken? Und ja, natürlich. Auf die Empore? Wunderbar. Ja, na klar. Dann machen wir das. So, jetzt sind wir hier auf der Empore und stehen vor der, haushohen Orgel. Martin, kannst du uns über dieses Instrument etwas erzählen? Bestimmt einiges. Ja, na klar. Also gebaut worden ist diese Orgel 1990. Die erbauende Firma heißt Rieger und kommt aus Schwarzach in Vorarlberg in Österreich und hat gerade jetzt also den ehrenvollsten Auftrag erfüllt, den ein österreichischer Orgelbau überhaupt erfüllen kann, nämlich sie hat die Hauptorgel im Stephansdom in Wien gebaut. Mhm. Die ist natürlich gut dreimal so groß wie diese hier. Der Stephansdom ist ja auch größer. Noch größer. Ja, noch größer. Wobei, mit Orgeln muss man ja eins wissen. Also die reine Größe, das ist wie beim Menschen. Also nicht der Größte ist unbedingt der Beste. Nee. Ja? Sondern Orgeln müssen ja immer, muss man im Verhältnis zur Raumgröße sehen. Nicht? Und zu dieser Raumgröße ist diese Orgel, die also technisch gesprochen 54 sogenannte Register hat. Schaut einmal mit her und schauen uns das an. Also Register ist eine Pfeifenreihe gleicher Bauart, die deswegen von oben bis unten den oder unten bis oben den gleichen Klang gibt. Also ne, das ist sozusagen ein Klang, der hier eine Pfeifenreihe. Das nennt man Orgelregister. Durch diesen Zug, also jetzt ist es ausgeschaltet, die Orgel spielt nicht, jetzt ziehe ich es, jetzt spielt es. Nicht? Und sozusagen diese Orgel hat jetzt, sie hat 54 Register, 54 ganz unterschiedliche Klänge. Das kannst du uns einmal so einen ganz, ganz tiefen, sonoren Klang machen, dass ja, hier anfangen die Wände zu rappeln? Ja, oder ich zeige euch mal die Extreme. Ja. Denn das ist ja ein Charakteristikum der Orgel, dass die Orgel, das Musikinstrument ist mit den höchsten und tiefsten Tönen. Also ich fange mal mit dem allerhöchsten an. Ja. Und dann machen wir jetzt mal Hörprobe. Ja. Wer hört noch was? Also da bewegen wir uns schon im Ultraschallbereich, wo ja vielleicht das ein oder andere Handymikrofon jetzt geplatzt ja, ist. Ja, sicher. Da wurde ein oder andere sagt, ich sollte doch mal zum Ohrenarzt gehen. Und also jetzt, ich habe es noch gehört. Ja, das haben jetzt auch Alex an der Kamera, hast du es auch noch gehört? Ja. Ja, okay. Also jetzt, ich zeige euch mal die tiefsten. Ja. Und zwar auch, indem ich mal ranspiele. Warte, bevor du spielst, ich sehe, du hast so ganz feine Lederschuhe an, die hattest du eben noch nicht, wenn mich nicht enttäuscht. Sind das spezielle Schuhe, die man jetzt fürs Orgelspielen anziehen muss? Nein, also was man nur haben sollte, also ist, die Schuhe sollten relativ schmal sein, die sollten auch, ich zeige euch das mal, also sie müssen abgesetzten Absatz haben. Mhm. Ja, also dass man zum Beispiel so auch eine Terz spielen kann. Ne? Man spielt ja Orgel mit entweder mit der Spitze oder mit dem Absatz, also so spielen die Dilettanten. Ne? Das ist ja nicht Fahrradfahren. Und dafür hat man eben solche Schuhe. Ich habe auch noch andere, das sind dann Tanzschuhe. Mit diesen hier kann man auch auf die Straße gehen, mit denen kann man gar nicht auf die Straße gehen. Mhm. Ne, das, aber jeder hat da seine eigenen. Manchmal, wenn man sich sehr lange dran gewöhnt hat, sieht man manchmal, also ich habe wirklich vorher meine 27 Jahre alten Schuhe weggeschmissen, die nur noch vom guten Willen zusammengehalten wurden.
So, aber jetzt mal zu den Tiefen. Zu den genau, Tiefen. Jetzt kommen die Tiefen. Ja, pass auf. Ich spiele auch mal dran, ja? Ich spiele mal eine Tonleiter abwärts. Das hört man, glaube ich, noch ganz gut. Also dieser Ton ist nur, hat nur 16 Hertz. Der ist natürlich, also für sich genommen ist sowohl dieser Ton als auch der Ton völlig sinnlos. Nicht wahr? Das klingt so ein bisschen wie aus einem Maschinenraum eines Dampfers. Ja, also, aber total beeindruckend. Oder aus dem Walzgesang. Ja, also. So stelle ich mir das vor. Ja, wobei, guck mal, erkennst du das Lied, was ich hier spiele? Oh Gott, jetzt kommt ein Rätsel. Jetzt kommt ein Rätsel. Gesagt, hört sich das für mich alles ein bisschen sehr ähnlich an. Also, passend zur Jahreszeit ist es Ihr Kinderlein kommet. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich ziehe jetzt mal eben höhere dazu. Ja, jetzt, also das, jetzt ziehe ich zwei höhere Oktaven dazu. Schon erkennt man es. Ja, jetzt ist es eindeutig. Ja, jetzt ist ganz klar. Also mit dem anderen kann man jeden aufs Glatteis führen. Das ist, okay, damit. Ja, das ist Register. Also, hier steht, guck mal, wenn du mal liest, also das ist jetzt mal einfach die Durchnummerierung, das ist 1, dann steht da Bourdon, französisch geschrieben, ne, das ist eine gedackte Pfeife, also eine Pfeife, die oben zu ist, dann klingt die noch eine Oktave tiefer, als ihre Länge hergibt, sie klingt, und 32 Fuß, das wäre die reale Pfeifenlänge, also 32 Strich, dieses Strich, das heißt Fuß. Das kommt aus dem Barock, dass man die Pfeifenlänge in Fuß misst und das sind 30 cm. Also die wäre 9,60 Meter groß, wenn sie volle Länge hätte. Sie ist nur 4,80 Meter. Ja, nur. Sie steht ja hinter aus Holz. Sie grundiert das so wunderbar. Der Ton wächst mit. Und wenn ich es weglasse, das nimmt man sofort wahr, das was fehlt. Jetzt benutze ich mal ein bisschen das 20. Jahrhundert. Dieses hier, was wir hier sehen, das ist eigentlich ganz nach der Art, wie man das im Barock gemacht hat. Echte Registerzüge, das ist ein mechanisches Gestänge. Ach, wenn man mal guckt, also die Tasten, das ist kein Elfenbein mehr, das ist Rinderknochen, das ist Grenadill, das ist Ebenholz, also kennst du von Flöten. Mhm. Das sind auch nochmal Bein, also Rinderknochen, Intarsien. Das ist Perlmutt. Das sind handgeschriebene, gebrannte Porzellanknöpfe. Das ist alles ausgesprochen kostbar. Und dann gibt es da ein bisschen 20. Jahrhundert. Es gibt da so eine zweite eingreifende elektrische Steuerung. Und da habe ich jetzt so, kann man so Registermischungen vorprogrammieren. So, da kann ich jetzt zum Beispiel mal was zeigen. Also das hier ist das Tutti der Orgel. Das sind jetzt praktisch alle Register, mit Ausnahme von 3 Zügen gezogen. Dann klingt das so. Also wir hören hier im Übrigen, ich schalte es mal ab wieder, wir hören hier im Übrigen zwei Familien von Pfeifen. Und zwar, das will ich euch mal zeigen. Also ich habe da so Demo-Objekte hier. Abracadabra. Also, das hier ist eine sogenannte Lippenpfeife. Ne? Das sind auch die Pfeifen, die man außen an der Orgel, die so dran stehen, sieht. Das ist eine Blockflöte, die nur einen Ton spielen kann. Vielleicht kommen wir da mal näher ran. Ja, schaut. Ne? Denn das ist kein Rohr, sondern das ist wie bei der Blockflöte, hat das hier einen Kern drin. Ja. Sieht doch ähnlich aus wie eine Blockflöte. Ja, natürlich, klar. Ne? Da vorne hat es die Kernspalte. Also man bläst rein. Ne? Die Tonhöhe wird gegeben durch die Länge, die nur bis da geht, wo die Pfeife offen ist. Mhm. Das ist so zum Stimmen. Also dieses, so wie beim Sardinendöschen. Mhm. Da wird so ein bisschen drauf rumgemacht. Also die Klangfarbe der Pfeife ergibt sich aus der Mensur. Das heißt also, es ist wie beim Menschen. Ich bin 1,73, aber ich habe sozusagen einen Umfang von, sagen wir mal,
M, dann gibt es Leute, die wären eher in S, die wären schmäler, und dann gäbe es welche in L, die wären größer. Ne? Und ja, je weiter es ist, ist klar, dann wird es grundtönig. Dadurch kriegen wir drei Klangfarbenbereiche. Also die schmalen, das sind die sogenannten Streichregister. Da hört man wenig Grundton und viel Oberton. Entschuldigung, Moment. Die Pfeifen stehen gerade in einem Schwellkasten. Da habe ich jetzt die Jalousie geöffnet. So, jetzt klingt sie normal laut. Also. Dagegen jetzt mal eine weite Pfeife. Dann klingt es viel grundtöniger, viel dumpfer. Nicht? Und dieses hier, das ist so die Mitte zwischen beiden. Das wird also bei diesen Pfeifen einfach durch die Abmessung gemacht. Ja. Also diese Lippenpfeifen geben etwa so, ja, bei dieser Orgel so 80% des Pfeifenbestandes. Und vom ganz hohen bis zum ganz tiefen, das ist die eine Familie, dann haben wir noch die andere. Das sind die Zungenpfeifen. Ja. Ich blase die mal an, die gibt so einen Ton. Ja, klingt so ein bisschen wie eine Vuvuzela. Ja, eine Vuvuzela, genau. Ja, nur das weiß man noch. Also, das ist eine Pfeife vom Schrott zur Demonstration. Also, die Pfeife eben war nur ein Teil. Also, wenn man die so auseinander nimmt, hier entsteht der Ton dadurch, dass hier ein kleines, guck mal, Metallblättchen, das schwingt. Wenn hier geht, hier unten kommt die Luft rein, will raus, aber das Metallblättchen versperrt den Weg. Ja. Durch dieses Röhrchen. Und dann wird es hochgedrückt und dann ist Entlastung und dann geht es wieder so. Also das ist eigentlich wie bei einer Klarinette, das Blatt. Ja. Oder bei einem Krummhorn oder so. Ja, wie bei einem Krummhorn. Nicht? Und zum Beispiel gibt es ja auch ein Orgelregister. Manche Orgelregister haben Namen wie Instrumente. Und Krummhorn oder Krummhorn, das ist dieser Klang. Das sind die Zungenregister. Gibt es auch ein Register, das Blockflöte heißt? Ja, natürlich. Wirklich? Echt? Ja. Ich sehe hier Flöte, Rohrflöte, aber Blockflöte. Ja. Naja, also sagen wir mal so, diese Flöte hier, Flöte ohne Namen, ja, das ist etwa das Register Blockflöte. Ich spiele es mal. Aber dieses hier zum Beispiel, das ist das Holz. Das könnte dem auch... Nicht wahr? Ja, sehr ähnlich. Hier gibt es noch eins. Traversflöte, oder? Ja, Traversflöte. Klingt so. Oder ihre große Schwester heißt Flöte Harmonique. Das ist jetzt sehr voll. Macht mal als Solo. Richtig schön. Und da hat man jetzt auch in einem gesehen, warum so eine Orgel mehrere Klaviaturen hat. Absolut. Dass man Klänge abwechseln kann. Und weil man zum Beispiel, also man kann bei der Orgel nicht die Lautstärke durch den Anschlag beeinflussen. Also das war heftig angeschlagen, das hat nur ein bisschen gekracht. Jetzt mache ich so. Also einfach, wenn viele Register gezogen sind, ist es laut. Das sind zum Beispiel also alle. Also, alle Zungenregister, alle Lippen, hier alle zusammen. Und dann gibt es eben so unendlich viele schöne, auch sozusagen selber zu bauende Klangfarben wie sowas. Du hast jetzt diese Musik gehört, jetzt spiele ich die mal mit einem anderen Klang und sofort kommt sie in einer anderen Welt.
Und das ist das eigentlich Schöne an der Orgel, dass durch die Klänge, die ich wählen kann, ich sofort sozusagen einen Raum, eine Welt öffnen kann, in der die Musik sich dann abspielt. Apropos Raum, wollen wir uns mal ansehen, wie das Instrument von innen aussieht, wo die ganzen Pfeifen alle spielen? Ja, klar. Also, von draußen sieht man auf der Orgel, bei dieser Orgel nur knapp 100 Pfeifen. Mhm. Ich mache, also diese Orgel ist ja in zwei Teile geteilt. Hier ist das Hauptgehäuse. Und hier, wo wir jetzt stehen, das ist das sogenannte Rückpositiv, weil es ja im Rücken des Spielers ist. Hier mache ich jetzt mal die Tür auf. Da kann man sehen, dass natürlich viele, viele Pfeifen in dem Gehäuse drinstehen. Also diese Orgel hat circa 4200 Pfeifen, von denen so etwa 1300 hier unten stehen. Ich mache mal auf. Also man sieht die verschiedenen Materialien, Metall in verschiedenen Legierungen, also Mischungen aus Zinn und Blei, Holz. Dann sieht man eben diese unglaublich sorgfältige handwerkliche Verarbeitung. Nicht? Diese ganzen Konstruktionen sind alles ohne Schrauben gemacht, damit das schwingen kann, wie der Resonanzboden bei einem Instrument. Und natürlich ist das, wenn jetzt die Türen hier auf sind, das ist richtig laut. Ja, also ich mach's mal. Also die Türen. Ja, die dämpfen. Ja, klar. Ne? Ja, das ist. Ja, aber weißt du, es ist ja so, es muss ja da vorne hinklingen. Ja. Nicht? Wenn du jetzt von hier so laut sprechen wolltest, dass man dich unten am Altar versteht, würde jemand hier oben denken, du brüllst ihn an. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass diese doch relativ schmalen, natürlich aus sehr massivem Holz gebauten Türen so viel federn. Ja, doch, klar. Und schau mal, wie toll. Geh mal mit der Hand drüber. Ja. Das ist alles handgehobelt. Mhm. Also das ist alles sehr ganz, 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 ganz. Und war das ja schon sehr beeindruckend. Ich bin gespannt, wie es hier in dem... Ja, also wie sagtest du Haupt? Ja, naja, das ist das Hauptgehäuse. Hauptgehäuse, ja. Wir gehen mal um die Orgel rum. Ja. Ja? Links, rechts, wir folgen. Ja, kommt einfach nach. Gehen wir mal hier rum. Also vielleicht gucken wir erstmal von Ausmaß dieses riesigen Instruments. Schaut. Also da vorne, hinter dieser weißen Verblendung. Da ist erstmal der Ventilator, der die Luft dafür erzeugt, und der große Magazinbalch, der dafür sorgt, dass der Luftstrom erstmal konstant ist. Und da oben, da sieht man auch diese 10 großen Holzpfeifen, die ganz tiefen Töne machen. Ja. Nicht? Die stehen da oben dahinter. Müsst ihr mal ansehen? Ja, komm hier. Also die Leiter hochklettern durch. Nein, also das würde ich jetzt vor allem, dann sieht man sie immer noch nicht. Ja. Man kann sie schön ansehen, wenn man nach hier geht. Also die sind so groß, also da kannst du einen 7-Jährigen drin verstecken. Ne? Die sind das. Und jetzt mache ich mal auf, also Pfeifen sehen wir jetzt nicht. Weil die Pfeifen hier sozusagen im ersten und zweiten Stock wohnen. Mhm. Nicht? Also einmal seitlich die Pedalpfeifen und in der Mitte die vom zweiten Manual und oben die vom dritten Manual. Aber die Frage ist ja, wie kommt die Luft aus den Pfeifen, der Weg von der Taste zur Pfeife? Ja. Das geht sozusagen, etwas banal gesagt, durch ein Gestänge. Nicht? Und gucken wir uns das Gestänge an. Ja, wir gucken uns jetzt das Gestänge an. Also ich mache hier ein bisschen aufpassen mit dieser Lichter. Erstmal mache ich hier Lichter an. Also das kann man hier ganz gut sehen. So. Oh ja. Also natürlich heißt das nicht Gestänge, sondern das heißt Traktur, vom lateinischen trahere. Denn
da hinten sieht man den Spieltisch von der Rückseite. Mhm. Nicht? Und du drückst eine Taste runter, dann wird gezogen an einer Verbindung aus verschiedenen, diesen sogenannten, das heißt Abstrakten, mhm. von Abstrahere, wegziehen. Das ist, du darfst das auch mal anfassen, das dürfen nur ganz wenige, ganz vorsichtig. Nach unten ziehen? Ja, zieh mal. Oh ja. Ne? Aber du siehst, wie fein das ist. Ja. Ne? Das wird, also die Taste wird gedrückt, dann wird es etwas umgelenkt und dann geht das ganz nach oben in eine sogenannte Windlade. Das ist ein großer Holzkasten, wo Luft drin ist. Da stehen die Pfeifen oben drauf und mit, hiermit öffne ich das Ventil unter der Pfeife. Diese hier sind ein bisschen dicker. Wenn man das, sind das dann größere Pfeifen? Also nein, also dieses hier... Dieses hier? Nee, ich meine diese hier. Nein, oh, das ist was ganz Raffiniertes. Ja. Also Holz arbeitet ja bekanntlich. Ja. Nicht? Also jetzt im Winter zum Beispiel, wenn wir heizen und es wird etwas trockener, würde das Holz zusammengehen. Und damit jetzt nicht zu viel Spannung dadurch draufkommt, mhm. sind hier zwei sozusagen Blindabstrakten, an denen die gesamte Trakturaufhängung hängt. Und die zieht das damit rauf und runter. Das ist also eine dieser vielen technischen Finessen. Hier, wenn wir einmal gucken, sieht man ja auch auf dem Spieltisch, wenn du ja, jetzt spielen würdest, könnten wir dann sehen, wie sich die Tasten bewegen. Ja, ihr könnt es vor allem hören. Das ist schon ein großes Privileg, diese Orgel spielen zu dürfen, weil die auch wirklich ein anerkannt gutes Instrument ist. Also, das kann man sagen, dass also auf dieses Instrument in Riga sehr viele Anschlussaufträge bekommen hat, auch wichtige, wie zum Beispiel die große Orgel im Saal der Musikhochschule in Stuttgart und nach Kathedrale von Sydney und frag mich was. Das ist schon ein sehr vollkommenes Instrument. Auch natürlich im Ensemble mit diesem Raum, der ja, finde ich, eine angenehme Akustik hat, jetzt nicht so einen zwar eindrucksvollen, aber so etwas verschwimmenden Kathedralhall. Hm. Nicht? Also sie, das ist schon ein tolles Instrument. Ja, dann würde ich sagen, das ist auch ein tolles Schlusswort. Vielen Dank an Martin Lücker. Und Martin ist quasi der Nachfolger von Georg Philipp Telemann. Da könnte man vielleicht nochmal ein ganz eigenes Video drüber machen. Jedenfalls bedanke ich mich ganz herzlich. Das hat mir große Freude gemacht. Die wunderbare Orgel gezeigt hast. Und darf ich mir noch etwas wünschen? Ja. Würdest du uns noch dein Lieblingsstück einmal anspielen zum Schluss? Gut. Das spiele ich euch sogar ganz, denn das ist das, was ich eben schon mal angedeutet hatte. Das ist wirklich von Bach dieses kleine Choralvorspiel, wenn wir in höchsten Nöten sein. Das dauert 1:30 und das passt für jede Lebenslage. Vielen Dank, lieber Martin. Und euch auch vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.